Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Collection-Update-Video. Diesmal das erste aus Dragonflight. Das letzte ist ja schon ein bisschen her. Ich habe ja da meine Tabelle, da können wir jetzt einmal reingucken. Und zwar hatten wir das letzte gemacht am 26.11. Das war kurz vorm Release der Expansion. Jetzt sind wir, ja, fast einen Monat später, am 25.12. Und wir wollen so ein kleines Resümee drüber ziehen, was sich jetzt so die letzten Wochen quasi an der Collection-Front so bei mir getan hat. Wie sich die Ranks so ein bisschen verändert haben, was ich bis jetzt gesammelt habe. Da wollen wir natürlich hauptsächlich eingehen auf Sachen wie Erfolge. Dann schauen wir uns natürlich so Collection-Geschichten an, wie Mounts, Pets, Toys und solchen Gedönse. Und ja, ich habe ja meine Tabelle, da ist alles mit eingetragen. Beziehungsweise schauen wir uns natürlich auch auf Data for Azeroth einmal die Ranking-Geschichten an. Vielleicht so ein kleiner Voreinschub. Vielleicht werde ich es auch in den Titel packen. Wahrscheinlich werde ich es in den Titel packen. Mittlerweile bin ich hier auf dem Collection Score auf Platz 1. Also ist ein langer Weg bis dahin gewesen und auf jeden Fall jetzt relativ nice. Aber andererseits bin ich so ein bisschen wehmütig, was das angeht, weil ich wollte jetzt noch nicht auf 1 kommen. Hat so ein bisschen den Hintergrund, dass die anderen Leute oder jetzt aktuell der jetzt auf Platz 2 ist, halt wesentlich mehr Appearance als ich hat, weil ich bis jetzt eigentlich immer nur großartig Leder gefarmt habe und dementsprechend kein von den anderen Rüstungsklassen. Deswegen bin ich da, wir können jetzt auch mal kurz reinschauen, ne? Relativ weit hinten dran, also bei Appearance hat hier der Gaulisch, der hat einfach 62.000 Appearance-Teile und ich bin halt irgendwo da unten bei Platz 22 mit 53, also ich bin nicht ganz, aber fast 10.000 Appearance-Teile hinten, was schon einiges ist. Liegt hauptsächlich an Platte, Kette und Stoffgear, ne? Das muss ich dann irgendwann mal nachfarmen, hauptsächlich jetzt auch aus den ganzen Dungeons und Raids von Classic bis einschließlich Dragonflights. Und das ist noch einiges an Aufwand, vor allem jedes Appearance-Teil bringt hier für diesen Collection Score nur einen Punkt. Warum bin ich jetzt, obwohl ich fast 10.000 Appearance-Teile hinten bin, trotzdem vor ihm? Naja, liegt daran, dass ich in allen anderen Scores relativ gut bin und jetzt halt, ja, doch schon ziemlich reingehasselt habe hier am Anfang von Dragonflight und dementsprechend da gut Punkte gemacht habe. Vor allem Mounts, Pets, Toys, das sind alle Sachen, wo ein Item 100 Punkte bringt. Müsst ihr überlegen, ich kriege irgendwie 5 Toys durch irgendeine Quest von der Fraktion, habe 500 Punkte. Bis ich 500 Punkte an Temok farm, 500 einzelne Items, dauert halt lang. Deswegen vermute ich jetzt leider, dass ich nur temporär auf 1 komme, bis er diese ganzen großen Items, ne, die man jetzt über Mounts, Pets, Toys holen kann oder auch Achievements aufgeholt hat und dann wird er mich wahrscheinlich wieder vom Thron stürzen, sind wir temporär auf Platz 1. Ich hätte es lieber so gehabt, dass ich jetzt noch nicht auf Platz 1 gekommen wäre und erst dann, wenn ich das Temok gefarmt hat, man kann es nicht aussuchen. Ich wollte jetzt aber durchziehen mit dem anderen Gedönse und dementsprechend, ja, ist es so eine zweischneidige Sache. Einerseits freue ich mich zwar, ne, weil das natürlich schon so ein bisschen das ultimative Ziel ist, andererseits ist es so ein bisschen, bisschen schade. Vielleicht so eine kleine Anekdote. Da gibt es hier, ich weiß nicht, ob ihr den Sänger Falco kennt, der hatte einen großen Hit und war quasi in den Musikcharts in den USA auf Platz 1 und alle haben sich um ihn rum gefreut und er war halt tief traurig, weil er wusste, jetzt ist er an dem höchsten Punkt und höher kann er nicht kommen und jetzt geht es nur noch nach unten. Und so ein bisschen ähnlich ist es jetzt bin ich auf Platz 1 und weiter hoch kommst du nicht. Du kommst jetzt halt nur noch wieder runter und das ist so ein bisschen eine zweischneidige Geschichte, aber trotzdem freue ich mich. Gut, jetzt wollen wir uns aber einmal die Sachen an sich angucken. Und zwar, ich würde sagen, wir gehen erstmal in-game so die einzelnen Punkte durch und dann können wir uns die Tabellen angucken. Ich denke mal, das ist vielleicht interessanter für den einen oder anderen. Also das Erste, was wir gucken können, sind die Achievements. Und da bin ich jetzt bei 40.095. Ich bin noch weit davon weg, dass wir jetzt alle haben, aber jetzt ist die wievielte Woche? Die dritte, vierte Woche von der Expansion. Vierte Woche ist jetzt, ne? Also da sind noch ein paar Sachen offen, aber ich kann euch zeigen, was wir jetzt schon abgeschlossen haben. Also bei Charakter ist halt nichts mehr drin, da sind wir fertig, da war glaube ich aber auch nichts Neues. Quest bin ich auch durch, da war ehrlich gesagt aber auch nicht sonderlich viel. Hier ein paar Quest-Achievements waren da drin, hauptsächlich was am Ende noch gefehlt hat, waren halt die Portale, ne? Und die ganzen Kampagnen, das lag so ein bisschen dran, das ist so ein bisschen time-gated. Weil das hier über die Fraktionen auch viel mitspielt. Die Portale hat man, glaube ich, die letzten erst bei der Drachenschuppen-Expedition auf 23 gekriegt. Das war auch tatsächlich die letzte Fraktion, die ich hochgespielt habe. Und dann die Kampagne war hier dann auf 24 die letzte bei den Drachenschuppen-Expeditionen. Und dementsprechend habe ich das jetzt erst relativ spät fertig bekommen. Dann können wir reingucken bei den Erkundungssachen.
fehlen mir jetzt auch nicht mehr so viele Sachen. Ich habe noch das eine oder andere offen. Was ein bisschen nervig ist, sind diese Rares tatsächlich. Mir fehlt jetzt sowohl in der Ebene von Onara als auch in Taldrassus noch einiges an Rare-Gedöns. Man muss hier nicht alle quasi erfüllen, aber zumindest 10 braucht man. Die sind aber scheiße selten und ich bin schon ziemlich oft über diese Gebiete drüber geflogen und ich weiß nicht, diese Rares, die sind einfach nicht da. Ich kann es euch nicht sagen, was mit denen los ist. Ich habe schon ein bisschen nachgelesen und gesehen, okay, anscheinend sind jeden Tag andere Rares da und manche haben dann auch längere Abklingzeiten. Man sieht die teilweise auch auf der Map, wenn man in der Zone ist. Anscheinend aber auch nicht bei allen. Ich habe jetzt auch ein bisschen mit Handy Note schon geguckt. Da sieht man ja die Spots und so, aber das ist diese Expansion eine ziemlich ätzende Angelegenheit und wo es mich schon ein bisschen graut für, vor. Die 10 zu kriegen, dürfte wahrscheinlich in beiden Gebieten noch gehen, aber für All the Things darf ich dann irgendwann mal noch alle farmen. Und vor allem, die Viecher haben auch noch T-Mog. Und jetzt sind diese Viecher scheiß selten und dann müssen sie noch ein bestimmtes Item droppen mit verschiedenen Klassen, verschiedene T-Mog-Sachen. Ich will gar nicht dran denken, ja. Das wird richtig ätzend, aber gut. Das blenden wir aktuell noch aus. Dann, was habe ich noch offen? Ich muss hier noch ein paar Selfies machen von so komischen Vögeln. Okay, das weiß ich nicht, ob das viel Aufwand ist. Das dürfte eigentlich gehen. Hier unten habe ich noch was mit so Uran-Ehren. Das müsste eigentlich auch gehen. Und die beiden sind so Weekly-Dinger. Da muss man jede Woche einmal so ein Entchen helfen. Das könnte man schon fertig machen. Ich habe es, glaube ich, zwischendrin irgendwo einmal nicht hingekriegt. Und bei dem anderen, ja, weiß ich nicht, muss man immer so komische Drachenschädel holen. Weiß ich nicht, wie viele Wochen ich das jetzt noch machen darf. Aber das zieht sich tatsächlich ein bisschen. Genau, das sind die Sachen, die mir jetzt bei Erkunden noch fehlen. Dann der andere Punkt, wo wir jetzt noch gucken können, was jetzt so Open-World-Stuff war, ist Ruf. Und da fehlt mir jetzt aktuell noch 2 Sachen. Einmal quasi das Handwerkskonsortium, so rum heißt das. Da brauche ich einfach nur ein bisschen Ruf, ne? Bei den anderen Fraktionen bin ich jetzt überall auf Max-Ruf. Da bin ich schon quasi an den Paragon-Kisten, wenn man sie so nennen darf, dran. Wobei ich da jetzt sagen muss, in den Paragon-Kisten ist aktuell ja noch nichts drin. Also die bringen nichts. Man sieht es vielleicht hier auch nochmal. Wenn man überall auf Max-Ruf ist, kann man immer nochmal Ruf farmen, um dementsprechend so eine extra Kiste zu bekommen oder einen Sack quasi. Und da ist aber nur Krempel drin, ne? Ich vermute, dass Blizzard da später irgendwann nochmal was reinpatchen wird. Da sind dann bestimmt wieder irgendwelche Mounts oder Toys oder Pets irgendwann drin, aber aktuell kriegst du da nur Krempel durch. Zumindest, was ich jetzt aus den Kisten gekriegt habe und was ich auch so auf WoW Head nachgelesen hat. Das andere Achievement, was mir noch fehlt, ich muss so komische Netze aufmachen bei den Angellöchern. Da brauche ich jetzt nur eins. Das war blöderweise am Anfang der Expansion bei mir buggy und ich konnte schlichtweg nicht die Angellöcher spielen für die ersten, glaube ich, 2 Wochen. Ich weiß nicht, ob das in den ersten 2 Wochen ab war. Auf jeden Fall muss ich da jetzt warten, bis es kommt. Genau, und sonst, Weltereignisse ist nix, Haustierkampf. Die ganzen Kämpfe habe ich fertig gespielt. Ne, also da, oder wo ist denn das drin? Hier, Kämpfe. Die habe ich alle fertig gemacht. Und die waren eigentlich aber auch alle recht human. Das ging ziemlich schnell. Das habe ich in einem Abend, glaube ich, durchgeballert. Und das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, sind die 1600 Pets. Da haben sie das Achievement ja geändert. Das war ja ursprünglich das Max-Achievement auf 2000, was gar nicht ging, an Pets zu holen. 1600 kann man machen, da braucht man aber fast jedes Pet. Und ihr seht, ich bin bei 1596 von 1600. Also mir fehlen 4 Pets. Ich könnte jetzt, wenn ich es drauf anlegen wollen würde, hergehen. Hier, Kampfhaustiere. Machen wir das hier rein. Könnte ich mir die 4 Pets hier schnell kaufen? Weiß ich nicht. Hauen wir halt mal 200.000 rein. Das sind halt Berufe-Pets. Ich hätte das Gold, das wäre nicht der Stress. Aber ich denke mir halt, die Dinger wären günstiger, die Materialien wären günstiger, die Pets wären günstiger. Am Anfang sowas zu kaufen, macht nicht so viel Sinn. Ich habe schon für manches ein bisschen Gold ausgegeben, ja. Aber da warte ich ehrlich gesagt. Da wird man das sicher noch günstiger kriegen. Muss ich jetzt nicht sofort haben. Pets können wir dann auch nachher noch gucken. Genau, und sonst, Sammlungen ist jetzt hier noch ein Punkt. Und zwar gibt es dann halt einen Set hier einmal aus dem Raid. Und dann gibt es hier noch eine Heldentat, wo man quasi ein Endgame-Content abschließen muss. Wenn, dann muss man halt Mythic Razorghast killen, ne? Also Raid quasi das Höchste. Dann Schlüsselsteinheld von Dragonflight. Das ist M+ das Höchste. Ich weiß gar nicht, was man dafür nennt. Achso, man kann sich das Achievement leider nicht angucken, sehe ich gerade. Wahrscheinlich 2,4 oder 2,5 musste wahrscheinlich Wertung haben. Vermute ich jetzt mal. Irgendwie sowas in die Richtung. Und das andere ist, glaube ich, Elite Rating haben in einem Dragonflight. Das ist Arena auf 2400 Rating, also auf Gladiator Rating quasi rumgurken. Und dann kann man das hier abschließen. Bringt auch 10 Punkte tatsächlich. Und noch eine nette Belohnung. Und ja.
Das sind die Sachen, die mir bei Sammlung noch fehlen. So, ich habe jetzt zwei Sachen aber ausgelassen. Und zwar, drei Sachen habe ich ausgelassen. Hier Berufe noch, da können wir noch reingucken. Kochen, Angeln und Archäologie, da habe ich alles soweit fertig. Hier jetzt bei den Berufen ist es halt so, dass man dementsprechend irgendwelche Quests abschließen muss. Die kann man aber, glaube ich, nur weekly machen. Aber ich habe mich da jetzt noch nicht so 100% reingelesen. Das ist hier bei diesem Handwerkskonsortium, soweit ich das verstanden habe. Da muss man so Herausforderungen machen. Bin ich aktuell bei 3, muss ich mir aber nochmal genau angucken, was man da genau noch machen muss. Und dann sind es halt alle Berufe auf Max hochballern. Ich habe jetzt Schmied und Lederer oben. Das sind mit meinem Main die zwei Berufe. Kräuterkunde, Kirschner Bergbau. Das habe ich mit den Twinks schnell gemacht. Und die anderen, die muss ich erstmal mit den Twinks noch hochballern. Weil man braucht ja tatsächlich viele seelengebundene Materialien, um seine Berufe zu leveln. Zumindest bei den meisten. Und das läuft dann wieder über Handwerksaufträge. Da muss man richtig geskillt sein und so. Und das habe ich bei den Twinks noch nicht gemacht. Bei Main habe ich das tatsächlich gemacht. Da habe ich hier schön Lederverarbeitung geskillt. Ihr seht, ich habe auch noch ein paar Skillpunkte theoretisch offen. Je nachdem, was hier für Arbeitsaufträge reinkommen, skill ich dann halt die Sachen, dass ich den Leuten dann teilweise die Max-Item-Level-Sachen bauen kann. Es geht ja hoch bis 415. Und ja, dementsprechend bei den Berufen ist noch ein bisschen was offen. Hier seht, es gibt dann noch die Handwerksaufträge. Da gibt es dann für persönlich bzw. für normale Aufträge, da sind glaube ich dann alle drin, auch die öffentlichen. Und ich denke mal, das wird sich über die Zeit ergeben. Theoretisch kann man diese Achievements auch fokussieren. Man kann mit Twinks Handwerksaufträge stellen und dann die mit dem Main machen. Zum Beispiel für diese Quest, dass man jede Woche diese Handwerksaufträge macht. Ich glaube, 3 sind es aktuell, die man immer dann abschließen muss, weekly. Die kann man sich theoretisch mit dem Twink selber stellen, ne? Also man könnte mit dem Twink das auch selber hochhauen, aber da ich hier für andere Leute was craft und damit das ein oder andere Goldstück verdienen, denke ich mal, wird sich das über die Expansion auch ergeben. Wenn ich nichts mehr anderes zu tun habe, dann mache ich vielleicht das hier, aber dann werden wir sehen. Genau, und dann haben wir noch zwei große Punkte, das ist einmal PvP und PvE. Wir können mal bei PvP reingucken, da ist es eigentlich nicht viel, und zwar unter Welt sind ja einige Erfolge reingekommen. Da habe ich schon einiges fertig gemacht mit diesen Airdrops und die ganzen quasi 1000 Ehre pro Gebiet verdienen. Übrigens, der Trick, ich wollte jetzt gerade Bug sagen, aber Bug ist es nicht, der Trick mit 1000 Winter und den anderen BGs die Quest absolvieren und dann quasi die Quest draußen abgeben in den Gebieten, das hat Blizzard gefixt, das geht nicht mehr. Also ihr müsst tatsächlich das auf altmodischen Weg machen, aber es gibt wieder wie in Legion so ein Meta-Achievement, hier ist ein normales Achievement, aber das ist auch beim Meta-Achievement drin, wo ihr jede PvP-World-Quest 20 Mal abschließen müsst. Und die Kacke ist an der Geschichte, dass man blöderweise bloß eine PvP-World-Quest, die hier reinzählt, pro Tag bekommt. Man kriegt immer eine, quasi, wo man Balken auffüllen muss und eine, wo man Boss töten muss. Und dementsprechend kriegt man nur eine, die hier reinzählt, pro Tag. Und man braucht halt 20 Stück von jedem, also muss Minimum 80 Tage das machen. Es gibt auf WoW Head auch so einen kleinen Script-Befehl, den man im Chat eingeben kann. Dann sieht man, wie viel man von welchem schon hat, weil Blizzard es mal wieder nicht hinbekommen hat, dass man es im Achievement sieht. Aber hier könnt ihr rechnen, selbst wenn ihr es jeden Tag mitnimmt, 80 Tage das Ding zu machen, ist schon nicht so nice. Da hätten sie es vielleicht auf 5 oder 10 runterkürzen können, ne? Weil in den alten Expansion Legion sind die, glaube ich, alle 3, 4, 5 Stunden geswitcht. Da konnte man jedes pro Tag einmal machen. Dann waren es 20 Tage, wenn du dran geblieben bist, wenn du die alle gekriegt hast an einem Tag. Und hier ist es halt eine pro Tag, dann brauchst du halt 80 Tage. Ist halt unnötig lang, ne? Und da sind dann halt jetzt hier, ist das noch fürs Meta-Achievement drin, dann gibt es noch das mit den Kopfgeldern. Da muss ich mal gucken, aber irgendwie sind bei mir auf Blackmoor immer nur Allianzler und keine Hordler unterwegs. Deswegen ist es mit den Kopfgeldern ein bisschen schwierig. Und den letzten Punkt für PvE, den wir jetzt noch haben, ist quasi unter Dungeon Schlachtzüge. Und hier habe ich tatsächlich noch nichts gemacht. Das hebe ich mir für später auf. Es gibt dann sowohl ein Achievement für alle Mythic-Dungeon- Geschichten. Ne? Also ihr seht da, das einiges drin. Das werde ich mal in 2-3 Wochen, wenn ich mehr Gear habe, machen. Ich weiß, man kann das. Ich habe jetzt 395. Damit kann man das easy machen. Aber ich denke mal, ich habe einen Haufen anderes noch zu tun. Und ich mache das dann halt irgendwann später, wenn ich die ganzen anderen Sachen erledigt habe. Und dann wird es halt noch leichter, wisst ihr? Also da habe ich jetzt keine Eile, ehrlich gesagt. Also das Dungeon Achievement und selbiges ist dann mit dem Raid Achievement. Das gehe ich dann an, wenn ich dementsprechend alles andere fertig habe. Dann werden wir die beiden durchballern und ja. Das ist eigentlich mit Achievements. Overall sind es jetzt noch, das sind 70,
nee, nicht ganz 70, ne? 69, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ja, 69 Achievements müssten es noch sein, die ich noch offen habe. Und ja, so viel dazu. Dann sind wir mit den Achievements durch. Dann würde ich sagen, gucken wir uns die anderen Collectibles noch an. Fangen wir mal vorne mit den Mounts an. Ich zeige euch einfach, was mir noch fehlt. Ich denke mal, das ist halt das Einfachere. Mir fehlen aktuell noch 5 Mounts, die angezeigt werden. Das ist einfach das PvP-Season-Mount, wo man halt den Balken auffüllen muss. Wie jede Season. Dann selbiges für Schlüsselmeister. Ich habe nicht krass M-Plus gespammt. Ich habe jetzt halt in der ersten und zweiten Woche jeweils ein paar Keys random gelaufen und habe mich da teilweise ein bisschen durchgeärgert, aber ich habe es durchgezogen, bin jeden Key einmal gelaufen. Nicht krass hoch, ja. Ihr seht, das sind 14er, 13er, 15er, irgendwie sowas um die Richtung. Aber ich glaube, für das Ding brauchst du sogar nur einen 2K-Score und nächste Woche mache ich dann ein paar 15er, dann sollte ich damit fertig sein, ja. Und gut ist, ne? Also dann gibt es wahrscheinlich den Gaul auch noch, das ist das M-Plus-Mount. Dann gibt es noch einen Mount, wo man diese Hälse aus dem Raid braucht. Ich habe jetzt noch nicht großartig geradet, war da einmal im NRC drin. Die muss ich dann halt noch mir über die nächsten Wochen und Monate holen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen eine Glückssache tatsächlich. Und dann haben wir noch das Mount quasi vom Rumi Chief, und da haben wir uns ja gerade angeguckt. Und das ist halt noch vom Raid Achievement, ne? Also Dungeon Achievement, Raid Achievement, PvP Achievement und M Plus Achievement. Und das ist halt noch aus dem Raid quasi die Hälse. Mehr ist es an Mounts nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, es gibt einfach auch nicht sonderlich viele Mounts hier in Dragonflight, weil das allermeiste ja über diese Drachenkosmetischen Items läuft und dann kann man halt seinen Drachen ein bisschen anpassen. Dann bei den Pets können wir auch mal kurz reingucken. Mir fehlen jetzt noch 1, 2, die beiden sind ja die Horden-Pets. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, ne? 13 Pets fehlen mehr. Und ihr seht hier Inji für Zauberkunst. Gut, das ist der Erfolg für die 1600 Pets. Den hatten wir uns ja vorher angeguckt. Wieder Inji, Schmiedekunst. Das ist von irgendeinem Event. Das kann ich mir demnächst mal noch holen. Inji, das bin ich schon am Farmen. Das droppt aus dem Sack von der Jagd raus. Will einfach nicht droppen. Das ist von der Quest. Das ist auch von einem Ereignis. Das ist von dem Schatz und das ist auch wieder Inji und Inji. Also die meisten sind tatsächlich von Berufen und das hatte ich euch vorher gezeigt. Die kannst du fast alle kaufen, aber wie gesagt, da warte ich jetzt aktuell noch ein bisschen. Und selbiges, weil wir jetzt auch gleich weiter zu den Toys gucken. Selbiges ist ehrlich gesagt auch bei den Toys der Fall. Wir können auch hier gucken, da können wir glaube ich unter Verschiedenes schauen. Und dann seht ihr, wenn das AH laden würde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Toys kann man alleine über Berufe noch craften, die ich nicht habe. Und die kann man auch alle kaufen, aber auch da erwarte ich jetzt erstmal. Die werden sicher noch günstiger und eventuell kann ich mir die auch selber craften, sobald ich mit den Twinks bei den Berufen ein bisschen weitermache. Und da können wir jetzt auch noch reingucken. Toys fehlen mir doch noch ein paar mehr. Ich habe hier die von den Berufen mal rausgenommen, also ihr seht, Toys, die ich mir jetzt so noch holen kann, sind, wobei das ist auch von Inji, Kunst und Berufe habe ich raus, gut, Blizzard, ist auch von Inji. Ja gut, ja, so viel dazu, man filtert Berufe raus und dann sind Toys noch drin, die man über Inji bauen kann, perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jetzt müssen wir mal überlegen. 8 mal 3 ist 24 plus 1 sind 25 Toys. Die meisten sind tatsächlich über Berufe, ne? Also wenn wir jetzt hier Berufe rausnehmen, dann sind es noch 9, 10. Aber ihr habt ja gesehen, hier, das ist Inji, das ist Inji. Das ist auch Inji. Also sie sind fast alle von Berufen, die Toys, ne? Ein paar sind noch über Folge oder anderen Sachen. Aber ja, da kann man theoretisch ziemlich viel auch zusammenkaufen. Das ist das, was mir dann halt am Ende noch aktuell an Toys fehlt. Ist noch ein bisschen was, aber mal gucken. Vielleicht kann ich mir die selber craften. Genau, dann sind wir jetzt mit den Main Collection Sachen durch. Wir können so einen kleinen Blick mal ins All the Things reinwerfen. Aktuell arbeite ich nicht viel mit dem All the Things, dass ich jetzt mir einzelne Sachen hier raussuche, weil ich noch an diesen Main Collection Sachen dran bin und dafür brauche ich es jetzt nicht, aber ich kann euch jetzt mal, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, wie weit ich jetzt zum Beispiel bei Außenbereichen bin, ne? Da bin ich in den Dracheninseln gerade mal bei 71%, da sind aber dann noch ein Haufen Rares drin und alles mögliche andere, die halt dann Items droppen, ne? Aber da, ich denke mal, wenn wir da jetzt reingehen, das
ist dann so ein Rabbit Hole. Also das wird dann, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Aber da bin ich jetzt aktuell noch nicht dran, diese ganzen einzelnen Sachen zu farmen. Da sind noch zu viele andere Sachen offen. Und dann können wir vielleicht auch noch einmal kurz die Zahl angucken bei den Erweiterungsfeatures. Dragonflight, da bin ich jetzt bei 51%. Ne? Es gibt einfach bei den Fraktionen so viel Zeug zu kaufen. Vielleicht da noch eine interessante Zahl. Ich habe mir jetzt schon einiges geholt über die Vorräte. Am Anfang waren es, glaube ich, irgendwie 160.000, 170.000 Vorräte, die man braucht, um alles zu kaufen. Ich bin jetzt runter auf 68.000, aber es ist immer noch viel, was es dadurch gibt, weil es so viel T-Mog und Rezepte und Mounts-Pets-Toys gibt. Wobei die Mounts-Pets-Toys, die habe ich mir geholt. Einige Rezepte auch schon, aber es ist trotzdem noch so viel T-Mog-Stuff. Genau, dann sind wir mit dem fertig. Dann würde ich sagen, gucken wir noch einmal kurz über meine Tabelle drüber und über hier diese Ranking-Sachen. Oder machen wir erst die Tabelle und dann können wir die Ranking-Sachen machen. Da können wir dann auch noch was vergleichen. Also von der Tabelle her, vom letzten Mal, was ja etwa ein Monat ist, ne, sind wir im Overall-Score fast um 40.000 nach oben gegangen. Ist jetzt ziemlich viel im... Warum ist denn das hier nicht grün? Das triggert mich gerade. Ich habe das vorhin extra hier grün gemacht, ich sag's euch. So, jetzt wird ein Schuh draus. Liegt aber auch ein bisschen dran, ne? Neue Expansion, es kommt so viel dazu, da kriegt man natürlich den Riesensprung hin. Dann sind wir halt von 2 auf 1 gekommen, was mich erfreut, aber da hatte ich ja vorhin schon was zugesagt, dass es ein bisschen zweischneidige Sache ist. Dann bei den Achievements-Punkten haben wir ein bisschen über 2000 plus gemacht. Mounts sind 24. Und ihr habt ja gesehen, es sind nur 5 Mounts, die mir aktuell noch fehlen, die angezeigt werden. Das Gladiator-Mount ist noch drin, aber das ist eine andere Geschichte. Und es sind nur 24 Mounts jetzt aktuell, ne? Dafür gibt es halt 5000 verschiedene Möglichkeiten, die ihr euren Drachen customizen könnt. Pet-Score habe ich 8000 hochgemacht, ne? Müsste dann 80 Pets gewesen sein, weil ein voll ausgeleveltes 25er Blau-Pet bringt halt 100 Punkte, ne? Dann Toys sind 67 und da gibt es in der Expansion sehr viel. Und ihr habt ja gesehen, mir fehlen noch 25. Also Toys ist eine richtige Schwemme. Dann Appearance habe ich immerhin 766 plus gemacht. Gab einiges. Ich habe ja alles durchgequestet mit meinem Druid und am Anfang habe ich meinen Hexer mitgenommen. Ursprünglich wollte ich den Hunter mitnehmen, aber der ist mir nach 10 Quests irgendwie durch den Boden gefallen und dann war der Char weg und dann konnte ich ihn 2 Tage nicht einloggen. Ja, dann ist es der Hexer geworden. Dementsprechend habe ich halt mit allen Main- und Side-Quests mit Leder und mit quasi Stoff einmal das abgehakt. Das hat ein bisschen was gebracht und ich habe auch schon einiges bei den Händlern gekauft. Dann Titel hat es 9 Stück gegeben. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich für Titel bekommen habe. Wahrscheinlich über die Ruffraktion irgendwelche Achievements, die kamen so nebenbei. Reputations sind 7 Stück, die hochgegangen sind. Das müssten 4 Main-Dinger sein. Dann Kobold-Konvent, Furorion und Sebalion. Dann sind wir schon bei 7, oder? Ja. Und dann gibt es ja noch quasi diese komischen Furbolgs, die gehen aktuell nicht. Und halt das Handwerkskonsortium, aber da bin ich ja noch dran aktuell. Rezepte haben wir 444 hochbekommen. Ich habe sowohl beim Lederer als auch beim Bergbau einige mir geholt gehabt, auch im Haar gekauft, teilweise relativ viel Gold rausgehauen dafür. Und Kochkunst habe ich so gut wie alles. Und bei den anderen Berufen habe ich halt geskillt bis 50, 60 mit den Twinks, wo die Skillpunkte einfach gingen und habe dann so ein bisschen was vom Dunkelmond-Jahrmarkt mitgenommen. So ein bisschen extra Skillpunkte, ne, dass sich das noch gelohnt hat. Aber sonst habe ich jetzt mit den Berufen die teuren Sachen oder wo man krass hochskillen muss, das habe ich noch nicht gemacht mit den anderen Berufen. Ich habe halt das Zeug mitgenommen, was schnell ging, sagen wir es mal so. Und Quests, Quests habe ich einige gemacht, habe ich jetzt 947 plus gemacht, das ist schon einiges, fast 1000 Quests, da ging schon was. Hier unten sind jetzt diese Sachen, die eigentlich nicht für den Counter reinspielen, da sind einfach nochmal Achievements drin, insgesamt 223 Achievements plus gemacht, Feast of Strength 4, Pets habe ich ja gesagt, 80 Stück, ne, sind dann 8000 Punkte hier. Allscore haben wir minus, das muss ich in rot machen. Oh, das ist pink. Ne, das wollen wir nicht. Rot wollen wir. Minus 109. Ich war davor ja bei 111 Max-Level-Chars und Max-Level war davor ja 60 und jetzt ist es 70. Und da ich nur 2 Chars hochgelevelt habe, den Hexer und mein Main, habe ich jetzt halt nur noch 2 Max-Level-Chars und dementsprechend ist das einiges nach unten gegangen. Oldscore. Der ist auch noch unten. Warum ist der Oldscore noch unten gegangen? Das verstehe ich jetzt zwar nicht. Das dürfte eigentlich nicht sein, aber okay. I don't know. Und Hunter Level haben wir 2 plus gemacht.
und 500 Kills. Naja gut, die PvP-Worldquest habe ich halt jeden Tag gemacht, ne, dass ich die 20 mal vollkrieg von jedem. Das hat anscheinend 500 Kills gebracht, krass. Na, doch einige Leute umgebrezelt, mehr als ich gedacht habe. Und hier unten haben wir noch den Older Things Score. Naja, es sind ein Haufen mehr Sachen drin. Quasi, ich muss 3691 Sachen mehr sammeln und das sind 1,71% mehr, die ich holen muss. Ne? Vorher war ich auf 87,49% im Older Things und jetzt bin ich nur noch auf 85% im Older Things. Also hier, ne, das hier, das Add-on. Ich bin aber hier im... das ist ja jetzt übersetzt, ne? Wahnsinn, Account, vollständiger Modus. Schlimm, schlimm. Das hätte man nicht übersetzen sollen. Vor allem der ganze Rest ist nicht übersetzt, aber der Titel, den haben sie übersetzt. Perfekt. So viel dazu. So, und jetzt, dass wir das Video zu Ende bringen. Wir sind jetzt eh schon fast eine halbe Stunde drauf. Hier jetzt vielleicht noch die Werte. Wo ich jetzt bin, halt im World Score auf 1, aber der Gaulisch ist nicht weit weg tatsächlich. Dann, wobei wir können das sogar anders machen. Es gibt da eine Funktion, vielleicht kennt ihr die noch gar nicht. Moment, man kann da sogar so eine Vergleichefunktion machen. Wir nehmen einfach den zweiten rein, weil da ist es vielleicht am interessantesten tatsächlich. Wir nehmen den und dann gehen wir jetzt hier oben auf Blackmore. Und dann nehmen wir den Taylor, der ist schon voreingespeichert und gehen hier aufs Plus. Und dann seht ihr, kann man das miteinander vergleichen, was ich relativ nice finde. Da seht ihr, er ist nicht weit hinten dran, das sind ein paar hundert Punkte, die wir um sind. Und dann kann man jetzt hier zum Beispiel vergleichen, ne? Ich bin aktuell auf Platz 29 mit den Achievements, der eine ist auf 150. Dann, ich bin aktuell mit den Mounts auf Platz 4, er ist jetzt halt auf 50, ne? Mit den Pets bin ich auf Platz 8, er ist auf 47. Mit den Toys bin ich auf Platz 6, er ist auf Platz 29. Und hier Schlagzahl rein, Appearance, ne? Das, was ich gemeint habe. Oh, ich muss ein bisschen weiter runter scrollen, sonst seht ihr es gar nicht wegen diesem Cam-Ding. Da schlägt es dann halt rein, ne, dass wir fast 9000 Appearance sind um, nicht mehr ganz 10.000. Da bin ich halt nur auf 22, erst halt auf Platz 1, Titel bin ich auf Platz 15, erst halt auf Platz 52. Reputations bin ich auf Platz 3, da ist auf Platz 1, er hat mehr Reputations. Und Rezepte bin ich jetzt auf Platz 5, erst auf 3, 13. Quest ist er auf 3. Quest bin ich tatsächlich auf Platz 1. Ich habe am meisten Quests weltweit erledigt. Schau mal an hier. Und das, die unteren Sachen sind relativ uninteressant. Die bringen ja alle keinen Score. Genau. So viel dazu noch. Gut, ich würde sagen, dann sind wir durch. Habe ich euch alles gezeigt, was so fürs Collecten interessant ist. Mich würde es dann interessieren, was in einem Monat ist, wie es dann aussieht, ob ich dann noch auf Platz 1 bin oder ob das jetzt nur eine temporäre Angelegenheit ist. Da werden wir dann wahrscheinlich die ganzen anderen großen Collection-Sachen hoffentlich bis dahin soweit fertig kriegen und dann kann ich vielleicht auch noch wieder ein bisschen alten Stuff farmen, dann kann ich mal das T-Mog-Gedönse angehen und so. Aber wir werden sehen, was sich bis dahin tut. Dann verabschiede ich mich an der Stelle schon mal und ja, schreibt mir gerne eure Gedanken mit in die Kommentare unten rein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder oder wenn ihr nur die Collection-Updates guckt, wahrscheinlich in etwa einem Monat. Ich will das jetzt so ein bisschen monatlich machen. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Zeitraum und dann sehen wir uns dort wieder. Ich verabschiede mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.